Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Pokémon, die gelbe Edition. Ja, Tatsache, so sieht's aus. Tatsache, so sieht's aus. Wir wollen jetzt in die nächste Arena. Ja, da kurz überlegt, was wir jetzt als nächstes machen sollten. Wir gehen als nächstes in die nächste Arena. Und die nächste Arena befindet sich hier. Dafür brauchen wir nämlich den Zerschneider. Hier, Zerschneider. Duflo setzt Zerschneider ein. Zack, Baum weg. Hip, hip, hurra, wir können zur Arena. So, was hast du zu erzählen? Hey, warte, du Champion in Spee. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den blitzschnellen Arenaleiter. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Vogel- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gerne Paralyse. Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst sein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Ja, sein Rätsel ist eigentlich, ich glaube, eines der bescheuertsten Rätsel in diesem, im Pokémon-Universum. Wir kämpfen als erstes gegen alle Gegner hier, damit sie mich nämlich nicht nerven. Das hier ist kein Spielplatz. Nein, ist es nicht? Oh, ich dachte, das sieht so stark nach Spielplatz aus. Also Arena, Spielplatz, doch. würde ich schon verbinden. Magnetino Level 24. Machen wir mal Slam. Jawohl, Volltreffer. Ultraschall, da kann das Magnetino Level 100 sein. Das ist Wurst, das zieht immer 30 ab. Shit. So, dann machen wir noch den Ruckzuckhieb und Magnetilo ist weg. Dann sollten wir trotzdem gleich nochmal wechseln. Pikachu wird das nicht lange aushalten. Level 23. Schön. Wow, du hast mich überrascht. Ja, das habe ich. So. Ich bin gut in Überraschen, ne? Ich überrasche dich auch. Ich bin ein Fliegengewicht. Aber im Umgang mit Elektrizität bin ich ein Profi. Ja, gut. Solange nicht irgendwelche Kabel irgendwo lang verlegt, ist das schon okay. Der Rocker will kämpfen. Der Rocker setzt im Voltoball ein. Ist Nidorina schon die richtige Entscheidung? Doppelkick. Ja, weil wen ich auf jeden Fall im Arena-Kampf am Ende einsetzen möchte beim Arena-Leiter ist ganz klar Glutexo. Glutexo wird das schon rocken. So, doppelten Kick. Ja. Und na ganz fast. Ganz fast. Den Kreideschrei. Verteidigung sinkt. Passt aber schon. Und drauf. Und tschüss. Und das hättest du ja auch gleich am Anfang machen können. Mann. Level 22. So, Voltoball. Dann machen wir mal Glutexo. Das ist vielleicht nicht die richtige Entscheidung, wenn wir ihn eigentlich schon zum Arena-Kampf einsetzen möchten, zum Ende. Aber ich glaube, Level 22 reicht nicht ganz. Deswegen möchte ich ihn noch vielleicht so Level 23 noch kriegen, dann sollte das reichen. Sehr schön. Ja, hat nicht ganz gereicht. Voltoball, machen wir genau dasselbe nochmal. Ja, ich weiß, dass du Voltoball heißt. Wieder weg. Sollten wir auch überlegen, vielleicht doch noch einen Supertrank zu nehmen. Ich will nicht extra zurücklaufen. So, Voltoball besiegt. Dankeschön, Level 23. Das wollte ich doch haben. So, Rocker besiegt. Ein Kurzschluss. Wo? Wo ist der Kurzschluss? Wo? So, Smetbo. Man darf mich vergessen. Smetbo war hier wirklich overleveled. Jetzt mittlerweile nicht mehr. So, Elektrizität, ja, Smetbo ist ein Flug-Pokémon. Sollte eigentlich das nicht so gut sein. Major Bob war mein Ausbilder. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Schnitzel. Das ist paniert. Lecker, lecker paniertes Schnitzel. Voltoball. Gegen Smetbo. So, Konfusion. Ja,
Also Elektroattacken. Elektroattacken setzen die irgendwie alle nicht ein. Die wissen, die kennen das Wort Elektrizität, setzen aber keine Elektroattacken ein bei Elektro-Pokémon. Mein Kreideschrei ist keine Elektroattacke. Es ist halt schmal. Fand ich zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen zum Nachdenken, dass die halt die Trainer selten auch die Attacken eingesetzt haben, dessen Arena die da besetzen. Das werdet ihr auch noch früher oder später noch mal sehen, Magnetilo. Job für Nidorina. So. Doppelkick. Boah. Wenn jetzt der eine oder andere da draußen sagt, ist das jetzt echt das Team, was du jetzt bis zum Ende durchziehst? Nein. Das ist nicht das Team, was ich bis zum Ende durchziehe. Ich rotiere immer mal wieder. Also ich bringe immer mal wieder neue Pokémon, nimm sie dann ein bisschen mit, trainiere sie ein bisschen und dann legen wir sie halt irgendwann wieder ab. Nidorina natürlich eine sehr gute Option, auch im weiteren Verlauf des Let's Plays, ja. Aber dadurch, dass ich ja schon eigentlich schon im Vorweg wusste, welche Pokémon ich denn bis zum Ende mitnehme. Nidorina war weit in der Favoritenrolle dabei, aber es hat eben dann nicht gereicht. Stopp, du bist zu gut! Ja, ich weiß, ich bin gut. So, jetzt kommt wieder so eine Sache. Die mag man nicht, aber die macht man halt. Nämlich, es ist so... Warte mal. So, wir setzen als erstes nicht Lutexo ein, sondern Duflo. Ich glaube, ich weiß, welche Reihenfolge man den Gegner einsetzt. So, die Aufgabe ist eigentlich relativ easy. Es sind hier 15 Dinger. 15 so welche kleinen, dämlichen... Mülleimer. So, in zwei dieser dämlichen 15 Mülleimer befindet sich ein Schalter. Und die müssen wir hintereinander drücken. Toll, ne? Dann öffnet sich hier diese tolle Tür. Kann man da eigentlich dagegen sprechen? Nein. Und da oben ist der Arena-Leiter. Mehr ist es nicht. Hier ist nichts außer Abfall. Und das wird immer mal wieder so sein. Und dann müssen wir uns den zweiten auch anschauen. Hier ist nichts. Hier ist da. Hey, hier ist ein Hebel versteckt. Ich werde ihn betätigen. Das erste Schloss wurde entriegelt. So, und jetzt müssen wir das zweite Schloss finden. In der Regel ist es interessanterweise sonst wo. Das kann überall sein. Ich gehe jetzt einfach mal hier ganz hinten. Nichts außer Abfall. Hey, das Schloss wurde wieder verriegelt. So. Jetzt ist es aber so, dass man ja normalerweise denkt so von wegen, hey, da ist ja das erste Schloss, ne? Nein. Ist es nicht. Es ist nicht nochmal da. Und das ist der Blöde, das ist das Allerblödeste. Du musst eigentlich raten, wo das ist, ne? Also irgendwo wird das schon sein. Nix. Hier ist was. Block. So, dann gehen wir nochmal den da hinten. Den haben wir auch nicht betätigt hier. Hier ist nichts. Schloss wurde wieder verriegelt. Herzlichen Glückwunsch. So. Wir sind jetzt alle einmal durchgegangen. Ihr wisst Bescheid. Hier ist nichts. So. Und das ist natürlich total bescheuert. Ich glaube, wir können, wenn wir die fragen, was weiß ich. Hat die Tür doppelt abgesichert. Ein Tipp, der zweite Schalter befindet sich direkt neben dem ersten. Ja, das ist schon mal ein Tipp. Okay, ich rede. Major Bob hat hier irgendwo Schalter versteckt. Ja, ich weiß. Die Tür öffnet sich nicht. Major Bob, Bob ist immer sehr vorsichtig. Ja, also der befindet sich immer daneben anscheinend. Okay, also entweder quatschen die auch immer was Neues oder... Rede, irgendwo Schalter versteckt. Okay, befindet sich direkt daneben. Dann gehen wir mal hier einfach die Sachen durch. Nein, hier ist er nix. Hier ist nix. Hier ist was. Da ist der zweite, siehst du wohl. Die mechanische Tür hat sich geöffnet. Hip, hip, hurra, wir haben das Rätsel gelöst. Wir sind die Meister dieses Rätsels. Was hier drinne? Hier ist nichts außer Abfall. Schön. Wow! Unmengen Bücher über Pokémon. Ja, herzlichen Glückwunsch. So. Schaffen wir das noch? Selbstverständlich schaffen wir das noch. Stillgestanden, willkommen in der Pokémon Arena von Orania City. Was ist das
Eine halbe Portion als Herausforderer? Hahaha, du hast ganz schön Mumm, mich zum Kampf aufzufordern, du Wicht. Ein Pokémon-Kampf ist kein Zuckerschlecken, Junge. Du hast keine Wahl, du musst aufgeben. Ja, ich muss nicht aufgeben. Also, wenn ich aufgeben würde, müsste, wie auch immer, dann wäre das ganz, ganz schlecht. So, hallo, Leute, zurück. Ja, Let's Play. Irgendwann musste es soweit kommen. Die Aufnahme hatte gemeint, dass sie abgeschmiert ist. Ich hoffe, ihr habt mich bis jetzt gehört. Also, Major Bob, unser Gegner, Raichu. Wir benutzen als erstes Duflor. So, nämlich, wir machen... Ah, Mega Kick! Den machen wir jetzt nicht, aber... Boah, hat's überlebt. Giftpuder, das war nämlich das Ziel. Mehr war, für mehr ist eigentlich Duflor jetzt nicht gedacht gewesen. Einfach nur Raichu vergiften. So, Raichu, ich glaube, in Anime ist Raichu auch sein einziges Pokémon. Und endlich mal setzen die auch mal Elektroattacken ein, aber wie wir ja wissen, Duflor kann das eigentlich gut wegstecken, aber leider durch den Megakick. Ja, jetzt schon geschwächt gewesen. Nidorina. Und dann nehmen wir den Doppelten. Okay, er nimmt gleich den. Dann war's was schnell mit Nidorina. Und hier versuchen wir mal den Schaufler. Ja! Wir versuchen hier den Schaufler. So, es ist vergiftet. Tschüss. Mega-Hieb ging daneben. Raichu ist immer noch durch das Gift beschädigt. Schaufler hat fast gepackt. So, und jetzt machen wir die Defensivtaktik. Normalerweise sagt man sich so, ja komm, das könnte schon irgendwie reißen. Nö. Nö. Nö, wir heilen Clutexo. Wir wissen ja, dass Raichu sich selbst besiegt. Okay. Ah, war ein bisschen übermütig. Donnerblitz. Könnte reichen. Wird reichen. Schade. Aber das war eigentlich eine sehr gute Idee mit Clutexo. So, Pikachu, Ruckzuckhieb und dann müsste Raichu besiegt sein. Das kleine Pikachu gewinnt gegen das große Raichu. Raichu ist außerdem die Weiterentwicklung von Pikachu. In dieser Edition kann sich Pikachu bloß nicht weiterentwickeln in Raichu. Major Bob besiegt! Wow! Du weißt, wie man kämpft, Kleiner. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden! Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein ganz besonderer Junge. Nimm das hier. TM24 Donnerblitz. Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ja, interessanterweise können nicht nur Elektro-Pokémon diese Attacke lernen. Nein. Wisst ihr auch, wer das auch noch erlernen kann? Ja, ihr seht es richtig. Nidorina kann tatsächlich ohne Ausschweifen oder sonst was Donnerblitz erlernen. Und das lassen wir jetzt auch Nidorina erlernen. Nidorina Donnerblitz. Es ist, ich will es nur noch mal sagen, kein... Es ist kein Elektro-Pokémon. Es kann trotzdem Donnerblitz und genau das lassen wir ihn auch erlernen, anstatt Heuler. Oder besser gesagt, ihr erlernen. Und damit hast du jetzt eine Elektro-Attacke. Und keine schlechte. Puh, ein elektrisierender Kampf. Ja, ich weiß. Der war gut. Ne? Der war gut, der Kampf. Der war gut. So. Doofy Duflor, Zerschneider. Bin ich jetzt gut genug? Du triffst den Donnerorden, dann bist du ein guter Trainer. Ich habe ein Shiggy gefangen, aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Würdest du dich um mein Shiggy kümmern? Selbstverständlich kümmere ich mich um dein Shiggy. Möchtest du Shiggy einen schwarzen Namen geben? Du hast nicht genug Platz für das Pokémon. Shiggy wurde mittels PC in den Transferbox. Blub. Okay, aber behandle mein Shiggy gut. Ja, das mache ich. Und zwar, indem ich jetzt mal mein Pokémon austausche. Aber ich bin echt am überlegen, wen wir denn austauschen. Am ehesten würde ich austauschen wollen.
ablegen. Tauboga. Ja, Tauboga. Sorry, Bro. Das war's mit dir. Und dafür nehmen wir Shigi mit. Ja, Shigi Level 10. Das ist hammerhart. So, aber Shigi hat eine gute, der hat eine gute Sache, da wir jetzt gleich noch woanders hingehen. Und zwar gleich gehen wir nochmal weiter. Ich bin gerade überlegen, ob wir es nochmal mit Abra versuchen. Wir haben ja einen Superball. Warum nicht? Warum nicht? Im nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.